Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Griefer Games News, Leute. Heute erzähle ich euch erstmal darüber, dass der Griefer Games Bot wieder da ist. Also, dass es jetzt einen Bot auf Griefer Games gibt, wo ihr Beacons verkaufen könnt. Und zwar ist der auf Citybit 11 direkt am Spawn beim Pilzbiom. So, Leute, dann die nächste News ist, das ist eigentlich jetzt keine richtige News, aber wollte ich mal nebenbei mit erwähnen, dass immer wieder Leute, ihr könnt ja sicherlich, das sagen wir, das hier wäre jetzt mein 4er Merch oder mein 16er Merch, sagen wir, es wäre jetzt, das hier wäre mein Mainplot und dann kann man sich ja mit /PH hier hintippen. In letzter Zeit, immer wenn ich genau online bin, genau zu der Zeit, wenn ich online bin, ja, genau auf den Server drauf joine, steht immer irgendjemand bei meinem Plot. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwelche Bots sind, die mich verfolgen, aber falls derjenige das Video sieht, der halt immer diese Account schickt, bitte lasst es. Und Leute, das ist kein Zufall, das ist, geht schon seit einer Woche so. Und ich habe keine Ahnung, wie derjenige das macht. Tappt er mich einfach die ganze Zeit oder was? Naja, auch egal. Auf jeden Fall, Leute, das Startguthaben von den Griefer Games Accounts wurde wieder auf 1k hochgesetzt. Das hat man neulich in der Lobby gesehen, wo das Startguthaben auch wieder 1k betrug. Und ich habe das jetzt auch nochmal von einem neuen Spieler erfahren, der auch wieder 1k auf seiner direkt hatte. So, Leute, denn gab es vor einer etwas längeren Zeit, hat die NSA ein Abbau-Event gemacht, was ich eigentlich auch recht gut finde, weil die NSA ist ja mit einer der reichsten Clans. Ich finde es gut, dass sie mal ein Abbau-Event gemacht haben. Da war wirklich alles dabei. Da war von Holz bis Dracheneiern und verzauberten Admin, ich glaube ein paar Admin-Items, Köpfe, waren auch alles sowas dabei. Ja, Leute, da war halt wirklich alles dabei. Was finde ich halt richtig gut, dass es so weit gekommen ist, dass sie ja das halt so gemacht haben, Leute. Und ja. Und Leute, dann haben wir jetzt mal noch die News. Ich weiß, gehört eigentlich nicht mit so richtig rein. Aber Graf Bonze, kennt ihr ja, wurde von Admin Ewe im Prinzip verarscht. Dass, also Admin Ewe hat auf Citybit 1 ganz viele Doppelkisten Spawner gemacht. Und der hat sie dann Graf Bonze dieses Plot gegeben und dann hat abgedacht, Graf Bonze hat dupliziert. Aber durch dieses System, was sie haben, hat er gesehen, dass das Admin Ewe platziert hatte. Und hier ist wohl jemand nicht ganz fertig geworden mit Aushöhlen, okay. Aber auf jeden Fall, Leute, ja, wurde Admin Ewe im nächsten Video von Upgedan gebannt. Ihm wurden alle Rechte entzogen. Was jetzt meine persönliche Vermutung ist, dass Admin Ewe zurückkehren wird, um irgendwie Rache zu nehmen. In Form von, ja gut, es kann ihn ja auch nie gegeben haben. Aber ich sag mal, wenn Admin Ewe jetzt wirklich zurückkehren sollte, was teilweise wahrscheinlich ist, weil dieses Video gut Klicks gibt und der hier überall Items verteilt, könnte es so sein, dass hier ein Hard Reset dann kommt. Aber das, Leute, steht noch ganz weit in den Sternen. Das wird, wenn überhaupt, erst in ein paar Monaten passieren. Wenn überhaupt dann mal ein Reset kommt oder überhaupt mal wieder Admin Ewe kommt. Auf jeden Fall, Leute, wurde der TS schon wieder pausenlos gededost. Und zwar am Samstag um 16 Uhr. Ihr fragt euch, woher weiß ich das immer? Weil ich keine Hobbys habe und immer jeden Tag auf dem fucking Griefer Games TS chille. Ungefähr so 6 Stunden am Tag, ja. Okay, Leute, dieser TS, das habe ich ja jetzt schon öfters, das habe ich ja wirklich in jeder News, dass der TS mindestens einmal in der Woche abschmiert. Ich denke, mittlerweile ist es nicht mehr ein DDoS-Angriff, weil ein DDoS-Angriff würde halt wirklich konstant sein. Und da das, also wirklich, dass der jeden Tag weg ist, der Griefer Games TS, da das immer nur an den Wochenenden passiert, kann ich mir das so denken, dass der Serveranbieter Probleme hat, Leute. Und dadurch die Server von ihm persönlich überlastet sind, weil halt am Wochenende richtig viele Leute online gehen und dann auf Servern spielen. Das ist ja nicht nur Abge, der dort seinen Server hat. Ich glaube, wo war das? In Hannover steht, glaube ich, das Serverzentrum oder in Frankfurt. Frankfurt steht das, glaube ich, das größte Serverzentrum von Deutschland. Und dort hat Abge auch seine Server gemietet, soweit ich das erfahren habe. Denke ich mir jetzt mal. Also soweit ich das weiß, Leute. Weil einen größeren Server kriegt man eigentlich nirgends woanders zu Miete. So, Leute, das war auch schon für heute die News. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne mal wieder ein Like da und abonniert mich. Und das soll jetzt nicht irgendwie dazu ein Aufruf sein, aber ich habe in letzter Zeit bemerkt, dass viele Leute meine Videos nicht mehr finden, weil die
Es gibt im Moment einen Bug auf YouTube, wenn man jetzt Griefer Games eingibt und heute werden immer noch Videos von vor ein paar Jahren angezeigt. Das behebt YouTube im Moment. Aber es ist ja noch eine Weile da, deswegen wäre es sehr nett, wenn ihr die Glocke aktivieren würdet, wenn ihr meinen Content feiert und weiterhin Videos von mir sehen wollt. Ihr könnt euch sowieso merken, es kommt regelmäßig jeden Tag um 15 Uhr hier auf diesem Kanal ein Video. Wenn mal dann keins kommt, kommt auf jeden Fall am zweiten Tag dann eins. So Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.